Hallo Welt! Da donnert es wieder. Oha. Und wir wollten doch so gerne Holz holen in dieser Folge, damit wir hier endlich mal ein besseres Lager aufbauen können. Ah, das wird schon. Hier vorne der Baum ist ja schon wieder nachgewachsen. Die Schildkröte müsste auch bald wieder hier rumkriechen irgendwo. Wenn die immer hier rumkriechen, meine ich, dann nur. Also bei Gewitter werden die Kannibalen doch hier nicht rumlaufen, hoffe ich. Baum fällt. Was ist das? Sonnenhut. Zwei Stück können wir nur davon nehmen. Aber wir können rennen. Wir haben genug zu essen. Wenigstens können wir rennen mit den dicken Stämmen hier oben drauf. Das hier stört mich auch die ganze Zeit. Komm, machen wir das doch einmal fertig. Blätter brauchen wir immer. Ja gut, bei Regen scheinen sie wirklich nicht rauszukommen. Das gefällt mir ganz gut. Das ist natürlich kalt für uns. Treffen wir nicht richtig, oder? Ah, das ist nur der Baum. Der macht nichts, der Baum. Der steht nur so da, der Baum. Wo ist das andere Stück Holz? Hier. Oh, noch eins. Ah, das ging aber nicht mehr. Ja, gut. Oh, irgendwas sieht uns. Die Schildkröte, hoffe ich, nur. Ach, das war's? Oh, schön. Ach, dann können wir ja anfangen, irgendwas Neues zu bauen. Aber was? Okay, wir haben Baumstämme, die sind sowieso relativ einfach zu bekommen. Was schwieriger ist... Was war das jetzt? Ach so, wir müssen das erstmal weglegen. Wo ist unser ganzes Fleisch geblieben? Haben wir das etwa echt schon aufgegessen alles? Ich dachte, ein Stück müsste noch da sein. Und Moment, wir können ein Leuchtfeuer machen. Aber wenn wir wüssten, was das Leuchtfeuer kann wenigstens, oder das Standfeuer, wenn das länger brennt. Naja, nachts werden wir nicht oft unterwegs sein, da sieht man ja nichts. 82 von den Stämmen brauchen wir für so eine Blockhütte. Eieiei. Nee. Wie sieht's mit Essen aus? Hasenkäfig, Wasser, nein, Trockengestell. 5 Baumstämme brauchen wir dafür. Oder noch einen weiteren Garten. Naja, da kann man sich ja auch immer über Wasser halten, wenn man hier diese Beeren anpflanzt. Was haben wir sonst noch?
Stocklager, genau, sowas wollten wir doch hier bauen. Moment. Baumstammlager haben wir. Steinlager benötigt die Stöcke. Ja, okay. Steinlager als nächstes. Da kriegen wir aber auch nicht viele Steine hier rein. Fehlt da noch einer? Oh. Aber ich frage mich, was wir hier mit den Großen machen. Ich bin schon mal zufrieden. Wir haben Steinlager, Stocklager, Baumstammlager. Aber Baumstämme brauchen wir noch mehr Lager. Das reicht nicht. Was haben wir denn da? 2, 4, 6, 7 passen da immer rein. Brauchen wir 10 Stück von den Dingern? Nee, es gibt doch nichts. Schutz, Lagerung wäre das noch. Waffenhalter, na gut. Sprengstofflager, können wir alles noch nicht herstellen. So ein Schrank für 7, okay. Ist das gut, wenn wir den einfach hier draußen hinstellen? Vielleicht können wir da Essen reintun oder so. Großer Schrank. Ja, irgendwas sollte man da reintun können. Was ist denn hier? Was blinkt denn hier? Ach, wir haben neue Sachen gefunden. Ja, das können wir uns ja nachts noch angucken. Da sieht man sowieso nicht so viel, finde ich. Da müssen wir aber auch schön dran denken dann nachts. Moment, Moment. Ich wollte Lager, wollte ich gar nicht dann. Freies bauen. Na, zu wenig Material dafür. Dauert noch eine Weile. Ach, so eine Bank könnten wir ja schon mal bauen. Da könnte man sich immer schön hinsetzen. Ja, aber das ergibt doch keinen Sinn. Wir brauchen hier Schutz. Verteidigung zum Beispiel. Kleine Fallen vielleicht. Ja, wie wäre es denn hier mit einer Verteidigungswand zum Beispiel? Aha. So. Geht nicht. Wie jetzt? Und wie sollen wir hier reinkommen? Kommen wir doch gar nicht. Oh nein, jetzt wird's kalt gleich. Wo ist unser Steinlager hier? Fünf brauchen wir dafür. Nein, sag bloß, es gibt ja auch einen Orkan oder so etwas ähnliches. Oh, da kommen wir aber auch nicht mehr dann dran vorbei. Okay, wir haben den halben Tag noch Zeit. Spinne. Da haben wir überhaupt nichts von diesen Spinnen, außer dass die uns vielleicht auch noch irgendwie ankrabbeln nachher. So durstig sind wir nicht so groß. Wir brauchen Holz, Stöcker, Stöcker brauchen wir wieder. Ah, Vorsicht! Hau ab!
Wieso? Lass uns. Wir haben keine Chance dagegen. Ah, du kannst da durch. Oh, wir ja auch. Oh nein. Wow, noch so einer. Zwei. Okay, sie mögen es nicht, wenn wir hier etwas bauen. Freut er sich? Oh, das ist gut. Oh nein, das ist schlecht. Wofür haben wir das Ding dann gebaut? Ihr müsst da reinspringen. Ihr müsst da rein. Die Ränder. Ah, die arbeiten zusammen. Nein, macht uns hier nichts kaputt. Die erinnern mich an den Gollum. Ach, hört mir doch auf. Der eine ist da unten. Und du? So rennt kein Mensch. Los, in die Dornen. Ab mit dir. Wow, noch einer. Wie bist du darauf gekommen? Der ist einfach in den Tod gesprungen. Hey. Seit wann sind die so angriffslustig? Naja, seit wir hier bauen. Da, der eine kommt auch zurück. Ach, das ist doch nichts. Die können so einen Sturz überleben. Können wir das auch? Ich wette, wir können das nicht. Nein, 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 nein. Wir können auch nichts machen dann. Sobald wir getroffen werden, wird es schwarz-weiß und wir können uns nicht mehr bewegen. Oh, ja, die haben es aber auch nötig. Die sehen ganz schön ausgehungert aus, sehen die. Die haben es echt nötig, ja. Also, wir haben angefangen, diese Wand zu ziehen und das versperrt ihnen den Ausblick. Bis dahin haben sie uns nicht angegriffen. Das war der erste Angriff jetzt. Und wir hängen schon wieder wie Trockenfleisch. Fleisch? Fleisch, meine ich. Mir ist da etwas aufgefallen, so in den letzten Folgen. Wir haben noch gar keine Skillpunkte vergeben. Kann man das gar nicht? Wir müssten doch stärker und schlauer werden und irgendwie sowas in der Art. Also meine ich ja zumindest. Mehr Schädel können wir nicht tragen. Was machen wir denn mit den ganzen Schädeln? Oh, Alkohol können wir auch keinen mehr tragen. Ja, dann. Ach, wenn wir uns ab und zu mal hier reinziehen lassen, nochmal. Das habe ich schon mal gesagt. Das meine ich auch so. Das ist gar nicht so schlecht, oder? Wir kriegen immer irgendwas Schönes hier. Naja, so schön ist das nicht mit der Höhle hier. Wenn die jetzt alle naselang angreifen, vielleicht haben wir zu viel gebaut schon. Okay, wir sind im Wald. Das heißt, Stöcke sammeln, Steine sammeln. Aloe Vera vor allem brauchen wir. Oh. Haben die uns alles weggenommen, was wir hatten? Neue Pflanze entdeckt. Moment, Moment. Da haben wir noch etwas Aloe Vera, eine Ringelblume auch. Ach, Moment mal, das... Nee, entfernen, alles entfernen. Das können wir gleich essen. Okay, da geht's uns besser. Sehr gut. Okay. Keine Stöcke daraus, doch. Blätter nur, oder?
Ach, wir verlieren jedes Mal unseren Schutz. Den nehmen sie ab. Vielleicht sind die Echsen hier heilig auf der Insel. Ha, die haben einfach Hunger. Das sind Kannibalen und die wollen uns aufessen. Das ist das. Da ist nichts Heiliges hier dabei. Das ist einfach nur... Die hassen uns. Nein, die haben Hunger. Okay, Steine haben wir genug. Oh, diese weißen, nee, die sind bestimmt giftig. Da wollten wir ja sowieso mal, Stöcke haben wir auch genug, okay. Da wollten wir doch mal gucken, was die so können, diese Pflanzen. Die mit den weißen Beeren, die sind bestimmt nicht gut. Okay, das waren keine Blätter, aber aus denen bekommen wir also auch Stöcker. Was ist denn? Wir müssten uns ausruhen irgendwo, aber wie? Ist was oder ruhe ich etwas aus? Aber wie können wir uns etwas ausruhen? Oh, da ist unser Haus. Haus? Das ist kein Haus. Ach, ich meine, aber für mich ist das ein Haus. Wir haben das sehr schön gebaut. Haben wir denn gar nichts zu essen? Oh, so viel Alkohol. Moment. Kombinieren mit diesen Lappen hier. Nee, wir haben nicht genug geruht. Wie ruht man denn aus? Ich weiß nicht, wie man ausruht. Vielleicht kommt ein Bär oder ein Puma und dann war es das. Das Kaninchen hat uns gesehen. Der Hase. Ach komm, zeig mal her unser Buch. So kommen wir ja nie an. Ausruhen doch, denke ich. Geht tagsüber nicht. Speichern wenigstens. Ja gut, dann schlagen wir uns in der nächsten Folge eben zu unserem Lager durch. Diese Folge ist vorbei und ich bedanke mich für euer Zusehen, eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.